So Leute, willkommen zurück zu Amnesia Machine for Pigs. Beim letzten Mal sind wir hier in der heiligen Kirche angekommen mit gar wunderbaren Lichtverhältnissen. Und jetzt werden wir diesen geheimen Mechanismus... I know exactly. Ich weiß genau, was wir tun müssen, verehrte Freunde. Ach ja, ich wusste doch, dass dieses Ding nicht umsonst da ist. Im letzten Part. Ich hatte das zwar so achtlos weggeworfen, aber insgeheim wusste ich schon, dass das wichtig ist. Seht hier, die Kerze, die Kerze. Ich habe sie verschmäht und nun komme ich zurückgekrochen und brauche sie, ja. So, das ist meine Gabe an das heilige Schwein am Kreuze. Ich hoffe, es ist zufrieden. Denn das halbe Brot habe ich dann doch aufgegessen. So. Zack, Baby, ha! Kombinationskünstler, und jetzt siehst du hier, zack, und zack, und per. Oh. Okay. Ich habe... Aha. Ein Feuerchen haben wir gemacht. Okay. Na, was sagst du dazu? Fürchterliche Maschine. Der Motor startet, die Flammen werden geschürt. In den Wänden kann ich Dampf hören und die Luft selbst vibriert. Mein Herz kommt ins Stocken, da ich den Hebel ziehen und die Mechanismen dieses düsteren Apparats freilegen werde. Aber meine Kinder rufen mich und ich kann sie nicht im Stich lassen. Der düstere Apparat? Okay, liebe Oswald. Ich würde mal sagen, jetzt ist die Kacke am Dampfen, nicht wahr? Oh oh. Erdbeben. Ein Höllenportal. Ich habe anscheinend keine andere Wahl und so steige ich hinab. Gott möge meiner Seele gnädig sein. Und wenn dies meine Irrenanstalt ist und ich den Matthäus geben soll, so werde ich diesen Mantel zum Bode meiner Jungs tragen und mich den Schrecken stellen, die unterhalb des Altars liegen. Unterhalb des Altars heißt das, hat sich. Was zur Hölle? Oh, oh, okay. Schade, ich habe euch die Animation nicht gezeigt. Na, scheiß die Band an. Das ist ja herzallerliebst. Ach du Scheiße. Was war das? Nee. Das ist ja gar nicht. War ich das? Seht, ein Perpetuum mobile. Wo ist mein Preis? Na, das ist ja super. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Hey! Schon Fortschritte gemacht. Ich freue mich. Och nö. Och nö. Die Gäste kommen mir bekannt vor. Nein! Nein! Listen, Papa! Hold the act to your ear! You can hear the sea! Ah, geht das wirklich? Ist mir so scheißegal! Ach du heilige Mutter! Der Schwein ist. Hallo? Habt ihr was gehört? Ich glaube, da war nichts. Was tust du, Lampe? Flackern? Hier wird nicht geflackert. Ruhe! Silence! Die Neuerwerbungen dürfen nicht erschreckt oder aufgeregt werden. Aha. Da drin oder was? Buh. 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 Ich hab's gemacht und nichts ist passiert. Heilige! Ja, du blödes Scheißspiel! Du dreckiges Mistspiel! Kann Olaisteliam Olisteliam
Forokolos. Forakara kanti. Wat? Ich glaube, er spricht über Schweine. Hör auf zu flackern. Hat die jetzt begrenzt Licht oder nicht? Heilige! Ah, du heilige Scheiße! Was war das denn? Da kann ich nicht mal sagen, er hat eine Glatze, weil er keine Glatze hatte. Der hatte Haare. Das verdammte Dreckschwein hatte Haare. Ach du. Ja, sorry Leute, aber ihr müsst jetzt ohne Licht auskommen, weil ich werde hier sicher nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Oh Gott. Das ist echt gar nicht so lustig, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach du Scheiße. Ihr wolltet Monster? Da habt ihr sie. Herzlichen Glückwunsch, danke, vielen Dank auch. Für gar nichts. Ja, Tag auch. Oh mein Gott, er hat Kisten eingesperrt. Was für ein teuflischer Fiesling. Hm. Ich habe bestimmt schon irgendwas übersehen, weil hier so viele Abzweigen, aber ich werde jetzt sicher nicht zurückgehen, denn jetzt gibt es nur noch einen Weg, nämlich dem netten Herren hinterher. Na komm schon. Gehst du noch so rum? Das hip ist. Was? Oh. Die sind überall, die Schritte. Oh Gott, da bewegt sich was. Ach du Scheiße, da bewegt sich was. Ach du Heiliger. Nee. Geh weg. Ich habe nichts getan. Ich sehe nichts. Heilige Scheiße. Nein. Die Mucke ist irgendwie geil. Na, herrlich. Super, Leute. Danke. Dass ihr mir die Viecher gewünscht habt. Finde ich spitze von euch. Verpisst euch von meinem Channel. Tja, fest steht. Sobald ich diese Fußschritte höre, werde ich das Weite suchen. Bitte sag mir, dass dieses Vieh nicht irgendwo um eine Ecke einfach stehen bleibt. Um keine Fußschritte zu machen. Und ich ihm dann in die kalten Griffe laufe. Oh, ganz uncool, ey. Das finde ich höchst anstoßend. Eieieiei. Hör auf zu heulen! Oswald hat genug zu tun. Zum Beispiel überleben. Ich weiß, dein Leben ist auch viel wert, bla bla bla. Und du bist ja eh viel besser als ich. Kleines Scheißbaby. Aber immerhin muss ich keine Windel mehr tragen, Oh, zum Glück. Zum Glück raus hier. Ja, bloß. Was? Oh, ich dachte schon, die Tür geht nicht auf. Und nun zum Schüren. Die Arbeiter singen bei der Arbeit. Sie singen beim Essen. Sie singen auf der Toilette. Woher weiß ich das zur Hölle? Eigentlich singen sie immer. Wenn man sein Ohr auf den Boden legt, kann man sie immer noch hören. Das heißt, hier unten hat auf jeden Fall schon mal jemand gearbeitet. Und das heißt, irgendwo könnte noch jemand sein. Ob das so gut ist, weiß ich nicht und man kommt nicht in die vorherigen Gebiete. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich wäre eh nicht zurückgegangen. Ah, kommen wir wieder raus. Das wäre zur Abwechslung mal wieder angenehm. Tag. Nein. Zur Seite. Weiche, du niederes Geschöpf. Ja, Kisten sind Geschöpfe. Die haben auch eine Daseinsberechtigung. Die hat auch Gott gemacht. Du bist gut so, wie du bist, Kiste. Du darfst diese Tür hier blockieren.
weil sie eh verschlossen ist. Hallo, Piggies. Könnt ihr mal euren Kumpel kontrollieren? Der hat zu viel gesoffen. Verdammte Scheiße nochmal. Exzessiven Partys. Jugendliche Schweine. Oh, schön. Water in his shoes. Always the water and the sparks of the embers of the wheels. It's too bony. It's too damn bony. Zu knochig. Ich habe jetzt mal nichts gesagt, weil die Musik so schön war. Die Mandis Processing Company. Meine Seele schaudert ob des Gesehenen, aber wenigstens habe ich den Hauptteil der Fabrik erreicht. Nach vorne nun und dann nach unten. Ich muss diese Überschwemmung finden und das Wasser beseitigen. Wie Moses werde ich das Wasser teilen und meine kleinen Lieblinge aus einer widerwärtigen Wiege nehmen. Widerwärtige Wiege. Coole Alliteration, Bro. Ach, es ist so angenehm. Weil ich mich gerade so in den Gedanken einlulle, dass hier draußen keine Viecher kommen. Das wäre echt ein Segen. Ein Segen des heiligen Schweines. Muss ich den hier wieder wegfahren lassen? Ah, die gehören mir. Meins, Baby. Alles meins. Meine Karre. Meine Karre. Meine Fabrik. Mein Mond. Meine Welt. Okay. Oh. Schade. Jammer, schade. Ich will nur kurz schauen, ob ich irgendwo so einen Benzintank finde, weil da war ja wieder so eine Pumpe. Also so ein Benzinfüller. Dings. Und Bums. Allerdings sieht das nicht so aus, als ob ich das so weit brauche. Deswegen gehen wir weiter. Wie er schon gesagt hat, nach vorne nun. Und dann hinunter. Sein, da gibt es doch irgendwelche Secrets. Kann ich mir nicht vorstellen. In einem Spiel wie Amnesia. Okay. Dann betreten wir nun den Hauptteil der Fabrik. Mandis und Co. Was? Hat sich was aufgeschrieben? Nee. Okay. Mandis und Co. Fleischerverarbeitungsfirma gegründet 1828. Und anscheinend haben sie geöffnet. Der Boss ist bestimmt ein ganz cooler. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Da sind wir. Da ist der Schlachtraum. Da möchte ich so schnell nicht hin. Denn die kleinen Schweinemänner sind bestimmt ganz, ganz böse auf uns, weil wir sie töten wollten und essen. Das fanden die gar nicht so lustig. Kolbenräume. Na, wenn es weiter nichts ist. Geht ein Stückchen runter. Kann ich da... Nein, zum Glück nicht. Tja. Sieht ja auf den ersten Blick ganz einladend aus, muss ich gestehen. Das war Sarkasmus. Oh mein. Habt ihr das gesehen? Jetzt mal keiner Beweis. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut ihr vermutlich kein Vollbild. Ihr verdammten Pussys. Runter von meinem Kanal. Nein, nur Spaß. Ich habe euch nichts vorzuschreiben. Okay. Ja, ich wollte gerade den Part beenden. Und natürlich muss dann nochmal so ein Schocker zum Ende kommen. Damn you. Fucking piece of fuck game. Fuck. Also dann, Leute. Im nächsten Part untersuchen wir die Kolbenräume. Anscheinend ist unser kleiner Vertreter, ja, aus der Schweinewelt auch schon angekommen. Also, bis zum nächsten Mal.